Und damit willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Soul Silver in der Nuzlocke Randomizer Challenge. Heute schon der dritte Part mit Mike. Hallo. Seid gegrüßt. Also, was heißt heute? Also, für uns beide heute. Wir nehmen die drei Parts am Stück auf. Also, erstmal der letzte Part dieser Aufnahmesession. Ja, für euch dann vielleicht, ja, keine Ahnung, wann dieser Tag rauskommt. Der Tag rauskommt, wow. Der Part rauskommt. wir suchen hier Passwörter. Wir haben schon ein Passwort gefunden, und zwar Fleckmon Route. Aber wir brauchen noch ein zweites Passwort, das ist das Problem. Aber hier ist noch ein Typi. Ja, komm, du hast doch bestimmt das zweite Passwort, oder? Das wäre schon gut, nee, weil wir wollen heute noch die Arena anfangen. Er sieht unwissend aus, Dennis. Ist ja, genauso unwissend wie der andere Doktor. Professor, ja, Forscher. Da sieht man schon allein, dass er mit der Säure herumexperimentiert. Das ist doch ganz schön dumm. Und Rettern, ich glaube, das ist vielleicht ein Pokémon, was man hier sowieso antreffen würde, irgendwo. Hannes. Ja, dann sollten wir so langsam mal auf den Boss stoßen. Aber was mir gerade hier auffällt, Level 24. Jetzt geht's langsam los, ja. Ja. Wir sollten wachsam sein. Ach krass, wie sich das gesteigert hat. Anfangs waren es ja Level 16 und so. Ja. Sind doch schon 8 Level drüber, also. Hat der Trainer hier mehrere Pokémon oder ist Rettern das einzige? Nee, es ist nur Rettern. Ah, okay, ja gut, dann. Ah. Oh, so wenig EP? Ernsthaft? Das ist ein Rettern. Ja, dennoch. Und du hast nicht das Passwort? Oh. Du hast bestimmt das Passwort. Ach, da sind wir. Jetzt erinnere ich mich an den Ort. Wir waren nämlich im letzten Part da oben. Beim Gang. Erstmal die Items, das ist wichtiger. Jetzt der Fratze hier. So, hallo. Ah ja, er von ihm kümmert das andere Passwort. Oder sie oder er oder sie. Er. Noctuska. Hatte ich als Pokémon in meiner Pair Randomizer Challenge. Randomizer Nuzlocke. Als aktiv genutztes? Ja. Und hat sogar einen super Job gemacht, bis es irgendwann abkrepiert ist. Super. So vollkommen emotionslos, irgendwann ist halt abgenippelt. Schon ja, passiert. Ja. Ah, im Perl war das damals immer das Problem, ist so, beziehungsweise wohin genau. Da habe ich meinen Hass zu diesen Pokémon entwickelt. Halt so viele Pokémon an Spiel, Cape, Konter, Abgangsbund und so gestorben sind. Oh. Das war Hölle. In diesem Let's Play bisher noch nicht, da kann ich schön auf Holz klopfen. Ja. Aber die sind radikal. Was? Radikal-Route? War das Radikal-Route? Hab ich gar nicht gelesen. Radikal-Route, ah. So, Fleckmon und Radikal. Gut, wo war denn das Zeug? Ich glaube, hier geht's hoch. Ich glaube, die Treppe hoch und dann rüber. Und dann machen wir mal zum Boss. Ah, sag also. Wer baut hier überhaupt solche Gebäude, wo hier so viele Sackgassen sind? Also meins ehrlich, das ist doch voll unlogisch. Ja gut, was soll man von Team Rocket erwarten, aber dennoch. Oh, hallo. Da waren auf jeden Fall schon ein Kamurks drin. Ach, Nam, was machst denn du hier? Was? Was hast du denn hier schon wieder hier verloren? Muss ja wirklich mächtig auf diesen Team Rocket Nullpinnen abfahren. Aber egal, vielmehr interessiert mich dieser Drachenprofi. Meine Pokémon waren keine Gegner für ihn. Niederlage an sich ist mir Schnuppe. Wenn ich erstmal ein paar stärkere Pokémon habe, verliere ich bestimmt nicht gegen ihn. Aber ich habe so viel Pech jetzt hier bei der Randomizer. Immer nur Carpadore, immer nur Taubsies. Mensch, was mich wurmt ist, was er zu mir gesagt hat. Er sagt, dass ich meine Pokémon nicht ausreichend liebe und ihnen nicht vertraue. Was ein lauwarmes Gewäsch. Ich könnte mich in den Hintern beißen, dass ich gegen eine solche Memme verloren habe. Und für einen Kampf gegen dich habe ich sowieso keine Zeit. Boah, Nam, du solltest mal ein bisschen an deiner Einstellung hier mal ein bisschen arbeiten. Dezent schlecht gelaunt, der junge Mann. Ja, so wie immer. So kennt man Nam. Okay, Tür ist verschlossen. Gib beide Passwörter ein. Die Tür wird entriegelt. Achso, so einfach ging. Ich brauchte mir das nicht mal merken. Naja, anscheinend nicht, ne. Wer bist du? Das ist dein Part. Ah, oh, willkommen in meinem Versteck, Dennis. Was? Du willst wissen, wer ich bin? Ich bin Giovanni, der große Giovanni. Wie jetzt? Ich sehe nicht aus wie Giovanni? Wir sehen uns gar nicht ähnlich?
Verflixt! Da habe ich mir solche Mühe gegeben und geübt! Ich bin Team Rocket Vorstandsmitglied Lambda! Du dachtest wohl, du könntest dich in den Transmitterraum einschleichen. Aber da hast du dich verzettelt. Das Zimmer wird nämlich durch ein besonderes Passwort geschützt. Und dieses Passwort lautet: Lang lebe Giovanni! Jetzt bist du bestimmt baff, dass ich es so einfach verraten habe. Aber das macht überhaupt nichts, denn du kannst damit nichts anfangen. Bevor du das Passwort nämlich nicht mit meiner Stimme aufsagst, rührt die Tür sich keinen Zentimeter. Oh, hallo. Ein Bosskampf. Wuhu. Ziemlich interessanter Bart. Oh nee, jetzt fangen wir nicht mit Seedraking an. Fangen jetzt hier nicht mit Seedraking an. Wir haben da ein Trauma. Wenn da noch Violet und so kommt, nee, bitte nicht. Ich denke, danach kommt Hypno. Ja. Ist ein ganz, ganz spezifischer Guest. Das ist vielleicht also, ein Zufall, aber ja, ich glaube. Mike ist Hellseher so. Also, also guck mal, ob du hell sehen kannst. Die Signale sprechen alle für Hypno. Aber ich fasse meine Gedanken nochmal und ich sehe immer noch ein Hypno. Level 30. Oh. Oh! 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 Das ist unerwartet. Ja. 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 Du hast kein Wasser-Pokémon dabei, ne? Mhm. War Loga Feuerkampf? Feuerkampf. Ja. Hannes ist paralysiert, aber ich probiere es trotzdem. Wenn das nicht schief geht. Hannes hat schon bestimmt, so viel. Bestimmt, denke ich mal, auch. Denke ich auch Level 27, 28, ja. 24. Ich fange an mit Gena. Okay. Was noch? Noch akzeptabel, ja. Ah! Das war etwas, was ich nicht wollte. So, danach muss ich ihn auf jeden Fall auswechseln. Danke. Danke, Hannes. Oder ein Heiler. Also ein Trank dann. Ja, könnte ich auch, das stimmt. Aber ich wechsle erstmal und zwar zu keinem. Das er kann mal ruhig einen Übertrank. Ich habe keine Mühen und Kosten gescheut. Gescheut. Ja. Wenn ich George Hammond mal zitieren darf. Aber jetzt darfst du, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, keinen Trank oder beziehungsweise kein Item mehr einsetzen in dem genau. Kampf. Genau, es sei ein Erd setzt irgendwie ein Item ein. Okay. Dann darf ich wieder eins. So, schade, dass ich keine Top-Genesung hatte. Ja, Fliegen ist mir zu riskant wegen der Paralyse. Ich gehe auf Datta. Sondersensor. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Das ist doch schöner Damage. Oh ja. Der schläft noch, das ist sehr, sehr gut. Und wir können nochmal angreifen. Ja, diesmal lockt nicht die Flingklaue, ist aber nicht so schlimm, denn es reicht. Sehr guter Job. Guten Job hast du gemacht, Hannes. Oh, so, noch ein Volltreffer, um es so richtig zu pulverisieren. Jetzt hat er noch zwei. Oh. Wow, 1074, ey. Ah, beinahe ein. Ah. Komm, Hannes, da bleibst du. Du hast dir Level 29 verdient, also kriegst du auch dein Level 29. Oh, ist das süß. Ist das süß. Oh, Mann. Da will ich ja eigentlich gar nicht draufhauen. Speed. Ich bin gerade überlegen, was das richtige Pokémon da gewesen sein kann. Ja, komm, dann greifen wir mit so einem Sensor an. Hundemann bestimmt, oder? Ist das so ein Hundemann? Ja, ja, ja. Soll auf jeden Fall reinpassen. Ha. Das wäre noch so interessant, so nebenbei zu sehen, was so die richtigen Pokémon von den Trainern wären. Zumindest bei so Bosskämpfen. Ja, warte, wir können ja mal auf PokéWiki gucken. Oh, warte, das mache ich nebenbei. Warte. Oder machst du das? Das mache ich dann nebenbei. Lambda ist der Typ. Denk dran, du hast gleich wieder eine Sprechrolle. Oh,
Level 29. Übrigens, es kamen auch Kommentare von dem Bone rein. Eigentlich schon seit einem Part. Ich war völlig... Oh, und er überspringt's. Ach nee, das brauchen wir nicht. Das hier brauchen wir. Ah, okay. Vor 3 Jahren löste unser Anführer, der große Giovanni, Team Rocket auf und verschwand. Doch ich bin sicher, er harrt irgendwo nur auf seine Chance für ein Comeback. Die Niederlage gegen dich jedenfalls juckt mich überhaupt nicht. Denn ohne meine Stimme kannst du die Tür zum Transmitterraum zu öffnen versuchen, bis du schwarz wirst. Der läuft das schön gegen die Wand. Schön gegen die Wand. Hallo. Was? Lang lebe Giovanni. Das Kramox hat Lambdas Stimme perfekt imitiert. Könnte das etwa... Interessant. So. Sind wir jetzt gerade im Team Rocket, also im Rocket-Versteck oder im Radioturm? Im Team Rocket-Versteck. Dann wären die normalen Pokémon von ihm ein Zubat, ein Smogon und ein Radikal. Okay. Ich glaube, die Pokémon, die wir hatten, waren ein bisschen, interessanter auf jeden Fall. So, dann folgen wir mal den Kramox. Wie ich schon gerade gesagt, der liebe Bohnen hat noch ein paar Kommentare geschrieben, auf die ich noch gerne eingehen würde, sobald wir dann dazu dann gleich die Zeit haben. Bestimmt bei der Arena. Weil die werden wir heute auf jeden Fall anfangen, aber nicht beenden. Schwierig. Ja. So, wo ist denn das Vieh jetzt hin? Hier irgendwie nicht. Oder war das hier? Ich habe keine Ahnung, wo ist denn das Vieh hin? Ich weiß nicht, wo ist der Bossraum? Also der. Ich habe keine Ahnung. Ah, wahrscheinlich muss ich die Treppe hoch da unten. Das ist möglich, ja. Ist das hier verwirrend? Also mal ganz ehrlich, der Designer, also das ist halt... Ich würde den Designer irgendwann mal kennenlernen. Achso, ja stimmt, ich habe vergessen, das vorher zu lesen. Das sprachgesteuerte Schloss löst sich. Wow, sehr schön. Tschüss. Da war ich gerade bei AFK. Athena. Wenn wir zulassen, dass sich ein Weib wie du hier so aufspielt, wird der Ruf von Team Rocket dadurch immer mehr Schaden nehmen. Das wäre nicht nur so schade, sondern eine Schande. Und genau deshalb werden wir hier langsam mal den Schlussstrich ziehen. Du magst doch so stark sein, wenn du es mit uns beiden gleichzeitig zu tun hast. Ist doch auch für dich das Ende der Fahnenstange. Sieh es dir an. Tut uns leid, jetzt wirst du zermalmt. Dein Part. Okay, Augenblick mal. 2 gegen 1, findet ihr das nicht auch reichlich unausgewogen? Aber was erwarte ich schon von Team Rocket? Ihr lebt ja von solchen Tricks. Tut mir wirklich leid für euch, aber ich werde auch an diesem Kampf teilnehmen. Na nun, du bist nicht alleine? Das passt mir aber so gar nicht. Ihr frechen Rotzlevel! Lasst euch von mir, Giovannis Vertreterin, ein... Achso, das ist eine Sie? Ja. Lasst euch von mir, Giovannis Vertreterin, eins gesagt sein. Ihr werdet noch früh genau erkennen. Oh, danke, meine Stimme ist wieder in Ordnung. Ihr werdet noch früh genau erfahren, was mit Leuten geschieht, die sich Team Rocket in den Weg stellen. Kurz vor den Geschlechtertausch. Oh. Okay, das Relaxo ist Low Level, aber das Romaidon könnte gefährlich werden. Ja, das Schöne ist. So. Oh, Level 40! Ja, das Lipomentas ist, glaube ich, auch Randomized jetzt. Rasierblatt auf beide. So, wie gesagt, von Bone kamen Kommentare rein. Hahaha. Bei Smogon meint er, muss man immer mit Finale rechnen. In Zukunft weiß ich es. Eventuell vergesse ich es auch wieder. Dann... Er war so enttäuscht wegen Hartwig, dass so einfach war. Warte auf den nächsten Part 28 ab. Und normalerweise hat Hartwig, Razaf und Quappo. Ja, die sind nicht schlecht. Bei Power Punch ist die Initiative egal, denn die Attacke hat eine Priorität von -3. Man muss also darauf spekulieren, dass der Gegner eine Statusattacke einsetzt oder die Attacke daneben geht. Alles klar. Und er hat noch reingeschrieben, weil ich ja auch gefragt habe, ob man Oliviana City Arena vor Anemonia City machen kann. Meint er, ja, kann man. Man muss halt dann mit Surfer ein paar Mal die Wasserroute entlang surfen. Aber es ist rein theoretisch möglich. Alles klar. Gut.
Das ist jetzt zu den Kommentaren. Und auch die beiden waren ja wirklich sehr easy. Ach, das ist ja kein Ziel. Ach, das ist aber schade. Tatsächlich, wie du es gedacht hast, ist das Pokémon auch randomized. Der hat in dem Kampf nur ein Dragoran dabei in Level 40. Stimmt, das Dragoran ist ja die ganze Zeit mitgezogen. War ja als Byte da. Ja komm, gehen wir mal zu jemand anderem. Splat. Ja, das glaube ich auch gut. Doppelt effektiv gegen beide. Genau. Dann kann man in dem Moment das auch mal was machen. Ah, Steppke auf Level 27, gar nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Lipomenta. Das war ein guter Angriff, ja. War halt auch auf Level 40, ist halt auf Level 40, das Vieh. Ja, reif immer das Lipomentas an, das ist in Ordnung. Kiowatz. Aufpassen, sehr, sehr doll aufpassen. Kannst auch mit Finale rechnen, ne? Richtig, und per Randomizer Nuzlocke. Ich hatte ein Bisa Knosp oder Bisa Flor schon. Und ja, Geowatz, ach, wechselt mal zu meinem Bisa Knosp rüber da. Und wollte Rasierblatt einsetzen und dann zack, Finale. Heieieiei. Das war, ja, was habe ich eingesetzt? Ich möchte. Geowatz ist gefährlicher. Ich muss schon sagen, Geowatz würde mich auch interessieren, was unter den Steinen steckt. Genauso sehr, wie es mich interessieren würde, was unter Dicta steckt. Ja, Dicta interessiert mich noch mehr. So. Ja gut, bei Dicta siehst du ja nur rein theoretisch den Kopf. Das könnte ja, auch stimmt. Der ganze Körper sein. Das könnte alles sein, das weiß man nicht. Ja. Ich muss Splatgrass auswechseln. Das geht so nicht. Böse, ja. Böni. Immer in kritischen Situationen. Bist du sicher? Immer zu Böni. Ja, bin ich mir. Warum auch? Roselia ist eh weg und Geowatz, ja, normal effektiv sollte eigentlich Steinwurf sein, oder? Ist Stein auf Boden nicht sehr effektiv? Ich weiß es nicht. Ich glaube normal. Ah, guck mal. Guck mal. Ja. So wird Glück gehabt. Ich denke mal, mit Finale hätte er dich jetzt mit runtergerissen. Das stimmt allerdings, aber ich glaube, sonst hätte er Finale schon längst eingesetzt. Na gut, das ist gut, auch gut möglich, ja. Und jetzt kommt ganz unerwartet Finale. Ja, ich hatte aber auch kurz gerade so an Erdbeben oder so gedacht. Das wäre jetzt auch. Achso, aber ich hab alles kurz. Ist alles gut gegangen. Yeah. Achso, das war ja ich. Jemand so wie du könnte es irgendwie bei Team Rocket weit schaffen. und Mensch schon, jetzt wo unser Sendeexperiment geglückt ist, kümmert es mich nicht, was aus diesem Versteck wird. Unsere Sache ist sehr viel größer als das, als das hier alles zusammengenommen. Du wirst schon mal sehen, vor Team Rocket nimmt man sich lieber in Acht. Sieh diesen Tag mit Freude entgegen. Ach Gott. Nimm's mir nicht übel, Dennis. Du hast dich eben so ins Zeug gelegt, dass ich mich erstmal zurückgehalten habe. Na gut, jetzt müssen wir nur noch dieses seltsame Signal stoppen. Auch schön. Diese Maschine ist an allem schuld, aber ich finde nirgendwo einen Schalter. Dann gibt es nur noch einen Ausweg. Wir setzen die Elektroball außer Gefecht. Danach sollte auch dieses seltsame Signal nicht mehr gesendet werden. Für diese unschuldigen Elektroball tut es mir natürlich leid, aber uns bleibt eben keine andere Wahl. Dennis, ich kümmere mich um die rechte Seite. Du übernimmst die linke. Man muss jetzt echt drei Elektroball bekämpfen. Und töten. Wir müssen sie töten, Das ist eine Randomizer Nuzlocke. Die haben alle Finale, denke ich. Oh nein. Leute, ich mach mal kurz einen Cut. Ich bin mal kurz beim Pokémon Center. Obwohl, ich kann auch einfach irgendwie ein Pokémon nehmen und Hypertrag einsetzen, dann brauche ich jetzt hier keinen Cut machen. Also das ist ja, Supertrank reicht bestimmt. So, wen möchte ich denn dafür nehmen? Ja, an sich, Böni macht am meisten Sinn. Ja. Zwar wird Böni jetzt mal wieder so ein bisschen, ja, overleveled sein, aber es ist nicht so schlimm. Böni, du machst das. Schlimm ist das ja jetzt nicht. Ja, ich bin immer so ein Fan davon, die Pokémon alle auf einem relativ gleichen Level zu haben.
Na klar, macht's spannender. Ja. Wenn du da einen OP-Pokémon hast, das du immer einsetzen kannst. Richtig. Was könnte interessant werden jetzt, wenn die alle Finale haben? Ja. Blöschild kannst du gerne machen. Level 23. Kannst du jetzt gerne Explosion oder so machen? Walzer kann es. Das ist auch nicht böse. Schlecht. Aber mein Schaufler reicht aus. Mhm. Ah, keine Bedrohung. Nö. Oh. Nö. Das finde ich jetzt aber unfair. Wie viel Paraheiler hast du mit? Mal gucken. Werden wir mal jetzt sehen. zwei Stück. Ja, das reicht für die drei. Genau passend, ja. Ja, ich hab sonst ja noch irgendwo einen Hyperheiler. Der auch noch notfalls drin. Das wäre ja, auch dann lustig, wir... wenn die jetzt randomized wären. Ja. Die Arena werden wir dann erst im nächsten Part anfangen. Ja, wer weiß, vielleicht bist du dann auch wieder mit dabei. Dauert jetzt ein paar Tage, bis der nächste Part aufgenommen wird, weil ich immer das Let's Play relativ aktuell halten möchte. Ich denke mal, das werden wir sehen, ne? Ja. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, ich mich auch. Keine Statik, keine Statik. Ah, danke, danke, danke. Ein Paraheiler gespart. Ja, auf jeden Fall. Ja gut, sind nochmal extra EP, die man so kriegen kann. Aber im nächsten Part wird es dann schön spannend in der Arena. Je nachdem, wie die Level sind, ne? Also wenn die jetzt ja, auch nur so 23, ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt niedriger die Level sind als in den letzten beiden Arenen. Dann macht ja keinen Sinn. Nicht. Von daher, das wird wieder richtig schön spannend. Und ob alle durchkommen werden, mal gucken. Hoffen wir's. Ja, hoffen wir's. Wenn nicht, dann ist es so. Dann kommt ein anderes Pokémon. Nachthieb. Kommt ein anderes Pokémon dann nach vorne ins Team. Stärke 70. Anwender greift bei der ersten Gelegenheit mit scharfen Klauen an. Hohe Volltrefferquote. Ja, komm, da kommt Finte auf jeden Fall raus. Tschüss, Finte. Ja, dann haben wir die drei besiegt. Endlich ist dieses seltsame Signal verschwunden. Damit sollte mit dem See nun auch wieder alles beim Alten sein. Das haben wir alles dir zu verdanken. Ja, keine Ursache. Lass mich dir im Namen aller Pokémon Danke sagen. Ach ja. Hier, nimm das doch bitte mit. Das habe ich vorhin gefunden, aber ich habe keine Verwendung dafür. Was ist das? Kraxler wahrscheinlich. Kraxler? Nee, das Whirlpool. Nennt sich Whirlpool. Bringe das einem Pokémon bei, um selbst stürmisches Gewässer zu überqueren. Aber ohne den Orden aus der Arena von Mahagonia City wird dir das nicht gelingen. Aufgepasst also. Dennis, man sagt, der Weg zum Champ, Pokémon Champ, sei hart und steinig. Willst du es dennoch versuchen? Na klar doch. Oh, aber ja. Du hast völlig recht. Wer so leicht aufgibt, hat wohl auch nie vor, seinen Traum zu verwirklichen. Also dann, bis irgendwann mal. Jo. Ja, und dann im nächsten Part geht's in die Arena. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Bis dahin. Euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Ciao, ciao.